Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir fliegen nach Teneriffa. Heute ist der 31.12. und wir sitzen schon am Gate. Was soll ich sonst sagen? Ja, wir machen einen Urlaubsvlog. Viel Spaß! Sorry für die schlechte Qualität. Ich filme mit dem Handy, mit der Innenkamera, damit ich mich selber sehe. Unser Flug hat Verspätung, frecherweise, und ich habe keine Ohrstöpsel. Ich habe immer richtig doll Ohrschmerzen, Ohrenschmerzen bei der Landung. Und ich habe ein bisschen Panik. Also ich habe auch wirklich immer so richtig Angst. Also ich fange voll oft an zu heulen bei Landungen und so. Hab Mitleid mit mir bitte, weil ich meine Ohrstöpsel nicht gefunden habe. Ich hoffe irgendwie, im Flugzeug verkaufen die, aber ich habe auch keine Kreditkarte. Kann man im Flugzeug bar bezahlen? Oder PayPal? Nehmen die PayPal? Sind die cool? Naja. PayPal, oder? Auf jeden Fall pray for me. Okay Leute, unser Flug boardet jetzt, also gehen wir jetzt zum Gate und steigen ein. Ich freue mich Leute, auf Teneriffa sind wir 23 Grad. Beste. Leute, was geht? Großer Sprung. Wieder die Top-Vloggerin am Start. Wir sind mittlerweile im Hotel und ich habe irgendwie übelst Kopfschmerzen, seit wir gelandet sind ungefähr oder auch schon im Flugzeug, weil wir den ganzen Tag viel zu wenig getrunken haben. Und ich glaube, im Flugzeug haben wir beide ganz gut geschwitzt, weil es da irgendwie echt warm war. Naja, auf jeden Fall, Leute, meine Ohren haben es überlebt. Es war auch irgendwie gar nicht schlimm diesmal. Ich glaube wirklich einfach nur, dass es so ein Jahr als Kind schlimm. Die Story erzähle ich euch noch. Erinnert mich dran. Auf jeden Fall, wir haben was gegessen. Ich habe immer noch Kopfschmerzen. Ich habe schon locker einen Liter getrunken. Und heute ist Silvester, das ist so weird. So, wir haben gar nichts zum Anstoßen oder so da. Auf jeden Fall will Finn jetzt noch sein PR attempten. Im Bank drücken. Jetzt musst du es auch schaffen. Ich weiß nicht mal, ob die eine Bank da haben. Oh, stimmt. Wir wollten das Gym abchecken. Wir haben einen Gym im Hotel. Wir haben eine Sauna und ein Jacuzzi, meinte er. Also der an der Rezeption. Ich sage euch, hier sind keine Touristen. Das ist übelst das geile Hotel, weil im Hotel bei Burger King und im Supermarkt wurdest du da auch direkt auf Spanisch. Ja, ja, überall wird man auf Spanisch angelabert. Also entweder ich sehen wir. So Ola zu mir und ich meine so, ja, hi. Hi, nee. Und auf einmal so, oh, hello. Oh. So seht ihr, es ist halt, man wird hier nicht so als Deutscher vermutet. Okay, das ist der Wellnessbereich und das ist der Fitnessbereich. Und hier ist die Dachterrasse, Leute. Es ist schon ziemlich frisch jetzt. Man sieht es nicht so richtig, aber da hinten ist das Meer. Es ist aber dunkel. Ich zeige es nochmal im Hellen. Ja, und hier sind auch so Liegen und so. Und da hinten ist, glaube ich, noch eine Sauna. Guck mal, da hast du ein Ziel für nächstes Jahr. Ja, ich bin gespannt, mit negativen Kicks. Ich kann euch jetzt die Storytime erzählen, weil das mit dem Gym dann Fail war. Ich bin mal als Kind irgendwie so einen Tag nach einer Mittelohrentzündung oder generell so Ohrentzündung oder so Flugzeug geflogen mit meinen Eltern und ich hatte so schlimme Ohrenschmerzen und irgendwie hat mich das so traumatisiert, weil ich dachte dann, ja, ist normal, dass ich halt einfach panische Angst habe vor dieser Landung immer im Flugzeug und halt regelmäßig auch immer angefangen habe zu heulen, weil ich halt, sobald ich halt einmal den Druck nicht instant ausgleichen konnte in meinen Ohren, habe ich wirklich so Panik bekommen. Aber heute war es echt in Ordnung, also es ist irgendwie besser geworden. Ja, und andere Storytime. Voll persönlich heute hier. Wir sind ja auf Teneriffa und es ist einfach lustig, Leute, weil Teneriffa ist so meine Lieblingsinsel und das sage ich nur auf Basis von irgendwie zwei Urlauben, die ich hier war mit meinen Eltern. Lol. Wenn man in die Schule eingeschult wird, dann hat man ja so ein Gespräch mit, ich glaube einmal mit einem Arzt irgendwie, der einen dann so für schulfähig erklärt. Erklärt, danke. Und ich hatte noch ein Gespräch mit der Direktorin von der Grundschule und dann hat die mich halt so gefragt, so, yo, sprechen deine Eltern noch andere Sprachen mit dir? Und ich habe so full on confident einfach gesagt, ja, Spanisch, weil wir halt irgendwie davor den Sommer halt irgendwo auf einer kanarischen Insel oder Mallorca oder so im Urlaub waren. Leute, und seitdem ist es einfach ein Running Gag, dass ich einfach sage, dass ich halt Spanisch spreche, beziehungsweise meine Eltern mit mir Spanisch sprechen können. Ja, wollte ich euch nur als Fun Fact erzählen, dass ich einfach eine kreative Maus war als Kind. Wow. Morgen!
Happy New Year erstmal, Leute. Ja, wir waren schon beim Frühstück. Es ist jetzt 10:30 ungefähr. Von unseren Plänen heute erzählen. Okay, Leute, ich erzähle euch jetzt ein bisschen was von dem Plan für heute. Ihr dürft mich dafür judgen. Ich judge mich selber auch dafür. Aber es gibt hier auf Teneriffa so einen Tierpark, den Loro Park. Der ist, glaube ich, sehr, sehr bekannt. Und ich habe so lange überlegt, ob wir da halt hingehen oder nicht. Weil irgendwie finde ich es halt ethisch nicht so korrekt. Und das Ding beim Loro Park ist, Leute, die haben halt einfach Orcas und Delfine und so. Und gerade so bei Orcas finde ich es halt echt unschillig, dass die dann Shows mit denen machen und ja, die halt so trainieren und keine Ahnung. Aber jetzt zu dem Grund, warum ich dahin will. Ich verbinde halt so positive Erinnerungen mit diesem Loro Park. Fragt mich, Leute, ich war nur zweimal hier auf dieser Insel. Ich tue so, als ob ich hier einfach aufgewachsen bin, so. Und deswegen dachte ich mir jetzt, okay, ich gehe halt noch einmal hin, um nochmal so dieses Gefühl zu reliven. Und dann gehe ich da nicht mehr hin. Und dann weiß ich aber jetzt auch, okay, das ist halt das letzte Mal, dass ich da hingehe und kann das halt richtig nutzen. Und, also was heißt richtig nutzen? Leute, ich nehme mir so ein Tier mit nach Hause. Nein, Mann. Also eigentlich ist es eher so ein Vogelpark. Und ich glaube, die haben da auch irgendwie so seltene Vögel und so, die nicht so gut in der Natur überleben. Ich glaube, das ist ein dummes Argument. Ja, also, wenn das Oberpark Lehmann sieht, Junge, der würde dich halt ficken, aber... Ja, also wie gesagt, so judged mich gerne in den Kommentaren dafür. Ich weiß selber, dass es kacke ist. Ich bin jetzt einmal hier. Ich muss da für mich selber einfach einmal noch hingehen, damit mir die Tiere nochmal leid tun. Und wenn ich danach ein schlechtes Gewissen habe, ich brauche das so für mein Character Development. Leute, wollt ihr das sehen? Ja, jetzt könnt ihr es eh nicht sagen, weil jetzt ja, habe ich es schon gemacht. Ja, wir wollen es sehen. Ich filme vielleicht einfach das, die Vögel und so. Wenn ich was Cooles sehe, dann filme ich es mit. Leute, das ist der Plan für heute. Ich habe viel zu lange gelabert. Und wir machen uns jetzt fertig und fahren los mit dem Bus. Okay, Leute, kleine Planänderung. Weil wir irgendwie so spät erst losgekommen sind, gehen wir noch nicht heute in den Loro Park, sondern wir gehen jetzt erstmal ans Meer und checken das Meer aus. Kleines Update. Wir sind jetzt einmal so ein bisschen rumgelaufen, dann waren wir auf dem Hotelzimmer ein bisschen chillen. Irgendwie sind wir beide, glaube ich, auch noch ziemlich platt so vom Flug gestern. Auch nicht so gut geschlafen. Und jetzt gehen wir zu einem Einkaufszentrum, was wir eben schon ausgecheckt haben. Wir hatten aber kein Geld mit, wo es ein McDonald's gibt. Und da gibt es McFlurry mit dieser Biscoff-Creme und wir wollen es probieren. Und danach gehen wir auf unsere Dachterrasse und legen uns da einfach ein bisschen hin. Also heute ist eher so ein Chill-Tag. Und ja, genau. Also wir fahren jetzt erstmal hoch. Das ist das McFlurry. Und schmeckt sehr gut. Das war's. Leute, wir waren jetzt in so einem Mini-Market, der heute aufhört. Ich habe jetzt mal Malzbier gekauft. Ich habe so eine Obsession damit. Also mit Malzbier. Es ist einfach weird. Schmeckt gut. Boah, ich bin richtig bleich, oder? Ist auch schon irgendwie kalt. Die Sonne ist halt nur vormittags da. Chillen jetzt noch ein bisschen hier. Finde noch ein bisschen Sport. Bis später. Es ist jetzt einige Zeit vergangen. Wir waren noch im Whirlpool und haben den Sonnenuntergang angeguckt, beziehungsweise die Dämmerung. Also wir sind halt hier im Osten der Insel. Das heißt, wir sehen halt nur, dass es halt dunkler wird. Und ich habe jetzt schon geduscht. Genau, und Finn wollte irgendwie nochmal in die Sauna. Und dann müssen wir was zu essen suchen. Ich gucke jetzt erstmal, was es so in der Nähe für Restaurants oder so gibt. Und dann hätte ich Bock, irgendwie so Pizza zu holen. Aber ich will es immer so mitnehmen, weil irgendwie, Leute, ich mag den Vibe von Restaurants irgendwie nicht so. Ich sitze da nicht so gerne. Ich finde, es läuft so ungemütlich. Also ich sitze halt lieber dann zu Hause, also beziehungsweise im Hotel. Ja, und spiele irgendwie nochmal eine Runde Kniffel. Naja, auf jeden Fall melde ich mich, wenn wir was zu essen haben. Wir haben jetzt Essen. Wir haben Pizza geholt von so einem Pizzaladen, der so Steinofenpizza macht. Und hier ist einmal die von Finn, irgendwas mit Texas. Und ich habe eine Pizza Fungi genommen. Guten Appetit. Danke. Thank you.
Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich glaube, ich habe mich heute noch nicht gemeldet, oder? Habe ich heute schon was gesagt? Das nicht, ne? Okay. Heute gehen wir tatsächlich in den Loro-Park, wie ihr gerade gesehen habt. Wir sind mit dem Bus bis Puerto de la Cruz gefahren und den Rest gelaufen. Ist eigentlich super easy und hat, glaube ich, 5 Euro pro Person jetzt gekostet, hinzufahren. Ja. Wir haben schon Tickets online gebucht. Es ist echt warm heute. Also es ist auch blauer Himmel und ich glaube so 24, 25 Grad. Ich finde es nicht so der Sommermensch. Er ist übelst am Schwitzen, auch gestern Abend. Also Leute, falls ihr mal hier seid, so fahrt wirklich so mit Bus. Das ist super easy. Und wir gehen jetzt in den Park rein. Wir sind hier gerade bei den Vögeln drin. Also hier ist so ein Riesengehege und die können hier überall so frei fliegen. Und ja, jetzt sind wir einmal fast umgelaufen. Wir waren schon bei der Delfinshow. Genau, und es wurde heute über die Delfine erzählt. Und ich glaube, jetzt haben wir beide langsam ein bisschen Hunger und essen gleich erstmal eine schöne kanarische Banane. Ja, bis später. Okay, Leute, wir präsentieren euch unsere Kelpies. Ja, wir sind jetzt gerade aus dem Park rausgegangen, der macht gleich zu. Wir haben alles angeschaut und suchen jetzt erstmal was zu essen, weil wir den ganzen Tag jetzt nach dem Frühstück nichts gegessen haben. Und dann fahren wir zurück, eine Stunde. Jetzt, wo wir zurücklaufen zum Bus, wollten wir noch einmal kurz an den Strand. Das ist ja so schwarzer Sand. Ich glaube irgendwie wegen dem Vulkan. Oh, da ist ein Hund. Süß, sieht man den? Naja, auf jeden Fall. Genau, wollten wir einmal abchecken, wie warm der Atlantik ist und ob es sich lohnt, einen Strandtag einzulegen. Ich kann nicht die ganze Zeit so ugly von unten filmen. Ja. Boah, es ist echt ein bisschen slippery hier. Auch einfach ultra geile Idee. Mit meinen Sneakern hier. Ja, du bist schlau. Guckt euch den Sand an. Okay, wir sind jetzt wieder zurück im Hotel und haben uns bei Lidl so ein bisschen was zu fooden geholt. Halt so ein bisschen Baguette und ein paar Snacks. Eigentlich wollten wir noch in den Whirlpool oben, aber dann war da gerade jemand. Und dann wollten wir uns nicht so dazu sneaken. Und der hat auch irgendwie nur noch so eine Viertelstunde oder 20 Minuten oder so auf. Ja, auf jeden Fall spielen wir jetzt, glaube ich, noch ein bisschen Kniffel. Und gehen dann schon wieder schlafen. Der Tag ging echt schnell rum. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Man hört die Straße sehr laut. Wir sind heute in so einem Palmenpark hier bei uns in der City und laufen hier so einmal durch. Okay Leute, kleines Update aus dem Hotelzimmer. Wir waren heute Nachmittag noch auf der Dachterrasse, haben da ein bisschen gechillt. Dann hat Finn ein bisschen gepennt. Ich habe ein bisschen Switch gespielt. Jetzt waren wir in diesem Einkaufszentrum hier in der Nähe und haben so All You Can Eat Asian Food gemacht. Das war irgendwie so in Ordnung. Also weiß nicht, so mega geil. Und irgendwie hatte ich da ein paar Concerns. Ich weiß, die Leute, da konnte man sich so Essen live zubereiten lassen. Da lag aber halt so alles mögliche an Fleisch und Meeresfrüchten und Fisch roh und halt, ich glaube, ungekühlt, weil da war halt auch kein Eis drunter oder so rum. Aber das haben wir auch nicht gegessen. Also wir haben halt normal Buffet halt gegessen. Ich glaube, wir sehen uns morgen wieder. Ich bin nämlich echt durch im Kopf. Gute Nacht.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist nochmal so richtig schön viel Sonne und 23 Grad. Und deswegen machen wir heute einen Pool Day. Wir haben uns Handtücher geschnappt und unten am Meer ist so eine Art Freibad, aber es ist halt einfach nur ein riesiger Pool mit Liegen so direkt am Meer und so. Und Leute, könnt ihr mir mal sagen, ob ihr mehr so Typ Meer oder Typ Pool seid, weil wir beide sind so Opfer, die halt ans Meer fliegen, um in den Pool zu gehen. Also wir lieben beide halt, also was heißt wir lieben? Wir mögen Pool lieber als Meer. Und ich weiß, dass das voll verpönt ist, weil wozu fliegt man ans Meer, um dann in den Pool zu gehen? Aber es ist einfach ein Vibe, Leute. Ich glaube, es ist die optimale Temperatur, dass es nicht zu warm ist, dass man nicht anfängt zu schwitzen in der Sonne, aber auch nicht friert. Und dann verbringen wir da heute einfach einen chilligen Tag. Okay, Leute, das sind jetzt unsere Liegen. Und hier ist das Meer. Also da unten kann man halt nicht wirklich rein, weil da Steine sind. Und da hinten ist halt der riesige Pool. Das sieht man jetzt nicht, aber das kann ich euch auch nochmal zeigen. Und wir chillen uns jetzt erstmal hier hin. Guck mal, Leute, da hinten sieht man Gran Canaria. Für die Leute, die es interessiert. Das sind so 70, 75 Kilometer, haben wir gegoogelt. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Es ist schon nachmittags, es ist 15 Uhr. Wir hatten einfach einen richtig stressful Vormittag bzw. Mittag. Long story short, wir dachten, wir sind auf einen Scam reingefallen wegen unserer Hotelbuchung. Keine Ahnung, ob wir da jetzt auf einen Scam reingefallen sind, aber das hat nicht funktioniert oder ob das doch kein Scam war und halt legit war. Frag mich nicht, Leute. Also wir buchen auf jeden Fall nicht mehr über Booking.com irgendwelche Hotels, weil das war schon echt ein ungeiles Gefühl. Ja, Leute, alles ein bisschen weird auf jeden Fall. Sind wir halt ein bisschen rumgelaufen jetzt heute Vormittag. Wir wollten eigentlich ein bisschen shoppen heute. Ich glaube aber, Finn sollte mit seinem Sonnenbrand nicht in die Sonne. Ich glaube, das habe ich gar nicht gezeigt hier. Zeig mal, das sieht man ein bisschen an der Hose da. Da hinten den Sonnenbrand. Ja, ist in der Kamera sieht man es nicht wirklich, aber Finn hat sich echt gut verbrannt. Ja, jetzt sind wir ein bisschen planlos, was wir heute machen. Auf jeden Fall, ich habe hier so einen Schweppes. Irgendwas mit Pink. Das schmeckt so nach Blume, Leute. Aber so, wir sind auch immer im Urlaub, um irgendwelche neuen Getränke oder so auszuprobieren. Eigentlich wollte ich auch eben zu Starbucks dann. Weil ich liebe halt so Iced Coffee und dann hatten die einfach alle Iced Coffees nicht mehr. Ich dachte mir so, hä, es ist warm hier, warum trinkt ihr alle irgendwelche Gingerbread Latte? Also in warm so, wisst ihr? Hier gibt es auch so einen kleinen Weihnachtsmarkt irgendwie, also kann man wahrscheinlich auch Glühwein trinken, schön bei 20 Grad. Also falls ihr da Bock drauf habt, kommt nach Teneriffa. Auf jeden Fall wollte ich auch eigentlich auf den Teide, keine Ahnung, frag mich nicht, das ist der Vulkan hier. Ist, glaube ich, der höchste Berg Spaniens. Ich will keine Scheiße labern, ich bin mir sehr sicher, aber bis ich festgestellt habe, also wir fahren da irgendwie mit dem Bus, weil wir halt so über 300 Ecken fahren müssen, dann würden wir halt 2,5 Stunden fahren für eine Strecke. Dann kostet diese scheiß Seilbahn, Leute, hoch und runter. Ich weiß nicht, wie lange ich fahre. Ich bin die damals mit meinen Eltern gefahren. Also 2016 war ich das letzte Mal hier. Und es kostet einfach 40 Euro pro Person, nur um mit dieser Seilbahn hoch und runter zu fahren. Und man kann da halt, glaube ich, nicht hochlaufen. Und es ist in den Bergen hier schon bewölkt. Also sieht man jetzt nicht, unser Fenster geht zum Meer raus. Und über Meer oder halt am Meer an der Küste ist es halt blauer Himmel. Aber halt in die Bergen, also so in die andere Richtung, ist ja sofort bergig. Habe ich das eigentlich gezeigt? Also wirklich so Berge und Meer, Leute. Also so Berge und dann kommt instant das Meer und in den Bergen hängen halt die ganzen Wolken. Also vielleicht regnet es da auch, aber zumindest wird es halt kalt sein. Und wenn man dann auf dem Teide ist, dann sieht man halt auch nichts. Also dann sieht man halt nur Wolken und dann ist es auch ein bisschen unnötig. Wir sind einfach auf gut Glück im Hotel losgelaufen. Und sind jetzt auf so eine riesige Absperrung hier gestoßen durch die ganzen Straßen hier von der Hauptstadt. Und hier ist apparently heute noch so eine Dreikönigs-Parade. Und die fängt irgendwie im Stadion an und läuft dann so durch die Straße. Es ist mega voll, habt ihr ja gerade gesehen. Und apparently ist es so, dass hier der Dreikönigstag sogar mindestens genauso viel gefeiert wird wie Weihnachten. Also ich habe jetzt mal gegoogelt und man kriegt da auch so Geschenke dann am Morgen vom 6. Also heute ist der 5. Erste. Also heute ist noch gar nicht Dreikönigstag.
Und in der Mall, wo wir waren, stehen auch so drei Stühle und wir dachten irgendwie so, okay, von Weihnachten noch Weihnachtsmann. Heute saßen da einfach halt die drei heiligen Könige, die heiligen drei Könige. Richtig funny. Leute, wir sind zurück auf dem Hotelzimmer, haben uns wieder Pizza geholt bei diesem Pizzaladen. Leute, wir sind zwar in Spanien, aber wir holen uns trotzdem Pizza. Wir denken einfach, wir sind in Italien hier. Und Finn hat sich noch einen McFlurry geholt. Oh, Bro. Hallo, Freunde. Es ist abends. Ja, es ist der nächste Abend. Ich habe mich heute, glaube ich, noch gar nicht gemeldet. Es ist heute aber auch wirklich gar nichts passiert eigentlich. Also für euch Spannendes. Wir waren halt ganz normal frühstücken. Und dann haben wir uns oben auf die Dachterrasse gelegt. Und ich war zum ersten Mal in der Sauna. Und ich muss sagen, ich fühle es nur so semi. Also wir haben ja oben so eine Sauna und halt Whirlpools. Und dann waren wir halt in der Sauna. Es ist heute aber wirklich ein bisschen frischer. Ich habe auch langärmlich an, weil es wirklich... Es sind so 20 Grad, ich will mich nicht beschweren, aber ich bin relativ schnell auch am Frösteln. Ja, und sonst haben wir jetzt eigentlich gerade nur noch auf dem Zimmer gechillt. Ich weiß nicht, ich bin heute auch irgendwie so super müde. Jetzt gehen wir für den letzten Abend nochmal ans Meer. Also ich sehe es vor mir schon, ihr seht es da hinten vielleicht. Man sieht jetzt richtig, wie die Wolken so in den Bergen hängen bleiben. Und hier ist es halt so ein bisschen bewölkt. Und jetzt mittlerweile ist es da klarer. Also heute, eigentlich den ganzen Tag war es hier auch so relativ bewölkt. Okay, das Licht ist absolut schlecht. Wir haben uns noch Bier geholt. Ist es eigentlich wenigstens ein lokales Bier oder so? Wir haben uns ja diese Loro Park Cappies geholt. For context, weil das jetzt, glaube ich, so ein bisschen aussieht wie Doppelmoral, weil wir damit halt so ein bisschen Werbung rumtragen für den Park. Und ich will da eigentlich keine Werbung für machen, auch wenn ich jetzt mit dem Video... Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Fun Fact, damals, als ich mit meinen Eltern hier war, also 2016, gab es diese Cappy halt auch schon. Und die verkaufen die halt extra für 1 Euro nur und sagen halt so, ja, reduziert, damit man die halt kauft. Und ich hatte halt damals auch so eine gelbe Cappy. Und ich habe die jetzt aber vergessen, diesen Urlaub mitzunehmen. Und dann, ja... muss ich die einfach nochmal kaufen. Ja, also kann man auch Double Standards callen, aber ist mir jetzt irgendwie auch egal. Ja, ich habe uns vorhin schon eingecheckt in den Flug. Wir fliegen morgen Nachmittag. Willst du noch was sagen? Nö. Wir haben schon gepackt, Leute, denn wir reisen heute ab. Ich habe heute Nacht, ich konnte nicht schlafen so, bin irgendwie so aufgewacht zwischendurch, habe gesehen, dass ich eine Nachricht bekommen habe von... unsere Fluggesellschaft, dass das Bodenpersonal hier in Teneriffa halt irgendwie streikt und es dann irgendwie länger dauern kann mit der Gepäckausgabe. Wir müssen um 12 auschecken, es ist jetzt 10.30 Uhr und wir geben jetzt gleich schon unser Gepäck halt unten ab, dass wir das nochmal hinstellen und dann chillen wir uns nochmal auf die Dachterrasse. Vielleicht filme ich euch nochmal die View oben oder so. Und dann war es auch schon mit dem Urlaub, Freunde. Ich wollte eigentlich extra für den da noch Plätze am Notausgang halt buchen. Aber dafür braucht man eine Kreditkarte und ich habe keine Kreditkarte. Ich dachte, man kann mit PayPal bezahlen. Ich fand das schon wieder richtig lost. Weil es hätte 30 Euro pro Person gekostet und Finn ist halt 2 Meter groß. Der quält sich selber ab und mich auch, weil er dann so Manspreading betreibt und ich dann auch keinen Platz habe bei meinem Sitz. Und jetzt haben wir halt auch noch ein Fenster und Mittelplatz. Ich hoffe, neben uns der Platz ist frei. Naja, mal schauen. Leute, mir ist gerade aufgefallen, ich habe keine Roomtour gemacht, deswegen jetzt ganz schnell. Also hier ist unsere Eingangstür. Hier waren unsere Schränke, die haben wir aber eigentlich gar nicht benutzt. Und dann ist hier das Bad. Da liegt jetzt schon ein Handtuch und so. Hier ist die Dusche. Wow. Hier bin ich. Dann war hier ein Spiegel. Hallo. Unser Koffer ist schon gepackt. Hier ist das Bett. Die Sachen nehmen wir natürlich noch mit. Und hier war halt unsere View. Da hinten sieht man, glaube ich, ganz klein das Meer am Natur. Und hier war halt direkt eine Straße. Hier noch so Sessel. Das war unser Zimmer. Es war sehr, sehr schön. Bye, bye. Leute, wir müssen jetzt ein letztes Mal die View vom Fahrstuhl genießen. Spaß, wir fahren gleich nochmal hoch auf die Dachterrasse. Das ist mir gerade aufgefallen. Egal. Vielleicht filme ich das letzte Mal für euch. Viel Spaß damit.
Wir gehen jetzt nochmal in den Whirlpool. Wir haben ihn für uns. Und das ist dann unser Ausblick. Yay!